So, für uns geht's weiter, der Häuserbau geht vorwärts, unser Schaf ist nach wie vor gefangen. In dem Sinne legen wir los und sehen zu, dass es hier mal irgendwann was wird. Wollen ja schließlich auch vorwärts kommen, ja. Kann ich die hier drauf stehen lassen? Das brennt nicht ab. Ich habe keine Ahnung, da ist ein Creeper. Ja, da wissen wir doch gleich, wo als nächstes zugestopft werden muss. Mit Fackeln. Aber alles zu seiner Zeit. Nein, ich möchte immer noch nichts Pinkes legen und deshalb einmal was fertig. Da, 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 da. Weizen wächst jetzt noch nicht zu. Achso, Zuckerrohr können wir mal abholen. Voll die Schaf. Also wie dich selber. So. Ja komm, hau ab. Ich will von dir mal was. Schöner Berg. Ich weiß natürlich, dass das jetzt nicht effizient ist, wie ich das Zeug hier anpflanze, aber darauf kommt es ja nur wirklich nie an. Ab und zu mal was abernten und gut ist und dann verhungern wir hier auch näher. Gut. Wir wollen ja keinen Wettbewerb gewinnen oder die nächsten 12.000 Jahre ohne Nahrungsproduktion leben, dann bleiben wir sowieso in der Gegend hier. Wozu brauche ich sonst die auf mich? So. Gut, eins können wir noch. Problem gelöst. Seht ihr, so schnell kann es gehen. Wir brauchen viel mehr Wolle. Gut, jetzt können wir vielleicht doch mal zur Abwechslung. Das reiße ich alles ab hier und dann mal gucken. Bäm, Facepalm. Okay, ja. Jetzt gehe ich ja noch Schafe füttern. Als ob es von denen nicht genug geben würde. Muss ich das eigentlich? Nicht wirklich. Ich meine, wir kommen ja auch so von jetzt. Ach, was soll's. Geht ja keiner ganz zugrunde, oder? Dankeschön. So. Kommt, meine lieben kleinen Schafchen, kommt. Also, Geld und Geld. Hat Orange erzeugt, ne? Okay. Nimmt den Weizen, aber lasst mich in Frieden jetzt noch. Meine Güte, die große Van Gogh-Sammlung der Schafe geht weg jetzt hier. Ich überhaupt nicht bewegen können, bin ich beeindruckt. Keine Schere mehr dabei, ne? Da werden wir gleich mal eine holen. Wo war hier der Ausgang? Lasst mich gefälligst, da hör ich jetzt hier. Meine Güte. Wenn die rauskommen könnten, die würden aber abhauen wie nichts da. Dummerweise ist das nicht so eine Art und Weise. Dankeschön.
du kannst da drüben gucken, du bleibst auch gefangen hier. Definitiv. Ich will noch mal sehen, wie anstrengend das ist hier, die ganze sinnlose Wolle zu produzieren. Nee. Nee. Brauchen wir bestimmt noch mal irgendwann. So, weg damit. Melonenkerne brauche ich doch sowas von sofort. Eimer haben wir schon wieder weggenommen. Das ist ein Thema unmittelbare Verpflegung. Könnten wir auch noch machen demnächst. Brauchen wir aber jetzt nicht. Also her damit. Ich habe so viel Gold, meine Fresse. So, wir werden als nächstes eine Leiter mitnehmen auf jeden Fall. Dann werden wir wieder Stein holen müssen, bis zum Umfallen. Puh. Schafe. Ist das anstrengend, diese Kuhn. Ich komme. Ihr müsst nicht mehr leiden. Ich wäre nur noch weiße Schafe, ich weiß nicht, was ist das, aber die haben es nötig. Ich hab's nötig. Lass mal das. Weg, aus, weg. Und hier müssen wir was Blaues haben, würde ich sagen. Ich wusste doch, ich habe was Blaues. Blau, blau, blau und schwarz. Für den Fall der Fälle. Grau können wir ja nicht machen, auch wenn es schön wäre. Ich brauche einen Kaktus. Ja, da ist jetzt gerade keiner unmittelbar. Nee, also. Eigentlich schnell. Immer noch so was. Den kann man auch nicht gesehen. Ein Teppich, der sieht doch bestimmt toll aus. Ja, ist ja gut, ich share euch alle jetzt. Hört auch mit dem Gefühle her. Jetzt soll ich die alle erstmal wieder feststellen. Okay, weiter geht's. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Ich habe schwarze Wolle. Das ist kein Obsidian. Das ist kein Obsidian. Okay. Das ist gerade und das ist eine Wolle. Schön, dass ich das immer noch miteinander verwechsle. Oh, wird schon wieder Nacht. Kannst du mal sehen. Die schnell noch ein Schaf anlocken. Haben wir schon zwei Weiße. Aber kein Weiz mehr. Tja, schade.
Ein neuer Tag und wir fressen erstmal ein Stück Melone am frühen Morgen. Das tut doch richtig gut. Warte jetzt. Was genau ich eigentlich in dem Haus bauen will und wie ich das dann noch anpasse und so, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, das Bett bleibt da nicht stehen. So. Hatten wir hier nicht Kies irgendwo überflüssig? Selbstverständlich. So, dann in dem Fall würde ich sagen, die Werkbank steht genau da, wo ich sie nicht haben will. Habe ich da wirklich Stein reingesetzt? Egal. Schaffe ich. Renn nur weg, ich krieg dich ja doch. Komm, noch ein Stück. Komm, ja, hier geht's lang. Komm, finde deinen. Die Schafe sind doch wirklich sowas von selten blöd. Ja, von Wechseln war eigentlich nie die Rede. Aber gut, wenn wir mal dabei sind. So, was nu? Wir haben immer noch keinen Stein. Den werden wir als erstes aufbewahren. Und jetzt ratet mal, wo ich mit denen beworben werde. Nee, wir nehmen das mal. Ganz, ganz kurze Tour machen wir darüber. Ja. Denn wir brauchen Holz. Jede Menge Holz. Buchstäblich vor der Hütte, aber das ist eine andere Sache. Sind wir hier von dem Dschungel umgeben eigentlich oder sind wir hier mittendrin? Ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal, hier gibt es Schafe. Und ich habe natürlich die Schere abgelegt, blöd wie ich bin. Wir nehmen jetzt erstmal jedes Holz, was wir kriegen können. Kann nicht schaden. Sei es Tag, sei es Nacht, wir nehmen Holz. Es ist vollbracht. So. Gerne rein, ohne zu schleimen. Teil 2. Aber nicht alle. Wo sind wir eigentlich? Folge 26, glaube ich. Das letzte Mal war ich schon verpeilt. Das könnte diesmal genauso gut klappen. Und ich habe immer noch keine Musik eingestellt. Also wenn wir das nächste Mal in die Hülle gehen, ist die Musik an. Vorher gehe ich da nicht mehr rein. Das kann ich schon mal versprechen, auch wenn die Musik deswegen nicht besser klingt. Oder mein Höhlenmann deswegen besonders. Gott, ich hatte eine Rüstung, fällt mir gerade mal so auf. Und wer weiß, was noch alles, außer Gold und Diamanten. Ja, ich schätze mal, das dauert noch eine Weile. Mit zu Schmerzen muss man irgendwie zurechtkommen. Mit der Zeit lernt man das. Denke ich. Irgendwann werden wir darüber wechseln. Warum nehme ich gleich nochmal Holz mit? Ich habe keine Ahnung. Die Setzlinge sind schon mal wichtig, die können wir nämlich vor unser Haus setzen. Obwohl,
wir zum Holzabbau jedes Mal hier kommen könnten, soweit ist die Strecke ja nur auch nicht. Oh, der Setzling gefällt mir. So, da ist immer gut. So, noch einer. Ja, komm zu Paddel. Wüste doch auch, das komm her jetzt hier. Und noch was Weißes, aber mal her damit. Was gibt's da hinten? Schafe. Ja, es ist okay, warum frage ich überhaupt? Oh, meine Nachbarn brüllen sich wieder an. Ist das nicht schön? Seid froh, dass ihr das nicht hören müsst, denn die Eule ist dermaßen laut. So, was geht's ab? Das hier noch. Und dann den hier noch. Und dann haben wir erstmal genug. Nee, ich bin hier wegen Tropenholz und das werde ich jetzt auch holen. Dass ich immer das vergesse, warum... Also ja, ihr mich auch. Da hinten gibt's Kürbisse. Sagt, dass mir das ein Scherz ist. Also falls nochmal sein brauchen. Ja. Bitte war das Kakao. Wenn ich jetzt Kürbis finde, nachdem ich da unten mich freue, dass wenigstens der Kürbis mal rausgekommen ist. Natürlich sind das Kürbisse. Wieso gehe ich überhaupt in irgendeine Höhle? Achso, weil das Spiel Minecraft heißt. Kommt von Mine, so wie in Mine. Kennt ihr die Mine-Sänger? Okay, lass mal. Jetzt höre ich mir auch schon an, die Kronk. Ich habe zu viele... Ne, lass mal. Ocelot, wo seid ihr? Süße kleine Tierchen. Ich weiß, dass ihr im Dschungel seid. Von mir könnt ihr euch nicht verstecken. Wenn ich jetzt noch was gackern höre, bin ich zufrieden für heute. Bei euch oben, ich habe keine Ahnung. Was ist? Ihr lenkt mich hier nur von der Arbeit, muss ich euch mal sagen. Das geht auf Dauer so nicht gut. Wie schön man sich in einem Baum nach oben arbeiten kann. Habe ich auch noch nie gesehen. So. Nett. Stein zum Abbauen. Und zwar am Tag. Oben. Nicht in Höhlen. Aus nichts heraus Spinnen kommen, die einen töten. Die wertvolle Rüstung zerlegen und Diamanten und... Nicht so rüber aufheben. Ich bin nicht cholerisch. Oh scheiße, das ist schon ganz schön, muss ich sagen. Ne, so, gerade so bei 15 Bildern pro Sekunde auf YouTube wahrscheinlich. Ach ja, muss ja auch mal sein, dass man was abbaut. Ne? Also, spannende Let's Plays gibt es woanders oder gute oder
geführte oder ganz anderen Krempel. Das brauchen wir hier nicht, also. Steht ja auch so in der Beschreibung dran, ne? Toll ist woanders. Steht da nicht? Es könnte da stehen. Wir wollen ja die Leute nicht von Anfang an verkraulen, ne? Wir wollen ihnen ja die Illusion geben, dass das hier alles schön ist und so. Ich habe mich verirrt übrigens. Ja, super. Ein bisschen Wasser mal. Da vorne ist Wasser und da geht's hin. Ich habe zwar immer noch keine Tropenholz-Setzlinge, aber zumindest schon mal Tropenholz. Hier ging es nicht hin. Okay. Dann in diesem Sinne. Zurück zum gefällten Baum. Vielleicht ist ja doch ein Setzling gefallen. Sieht nicht so aus. Ach ja. Wo? Yay! Es gibt Hühner. Damit hat sich die Folge gelohnt. Jetzt kommt wahrscheinlich kein Creeper und lässt die Luft an. Sag mal. Ist das so eine Art blöder Scherz hier oder sieht das hier überall gleich aus? Ja, sieht überall gleich aus, okay. Nein, das machen wir gleich wieder aus. Tja, wo geht's lang? Ich habe keine Ahnung. Gut, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Da war der kaputte Baum, da sind wir schon mal her gewesen. Also gehen wir mal in die Richtung. Kann ja nur noch schlimmer werden. Am besten ist am Rand verlaufen, egal wie. Dann werden wir ja schon auch irgendwann mal wieder rausfinden. Wo? Okay. Ich nehme an, das da hinten ist nicht mein Haus. Kuckuck. Hat fangen das Ocelot? Folge heißt Gefangen im Dschungel. Quatsch. Gibt's die Viecher jetzt auch schon anders, glaube ich. Wir sind hier eindeutig nicht ganz da, wo wir hinwollen. Tja, so kann's auch gehen. Licht, sehe ich da Fackeln, sehe ich da Weizen? Ja, gerettet. Robinson, die Reise ging schneller als erwartet.
egal. Es gibt hier Hühner und auf der anderen Seite gibt es Schweine. Wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt sind noch ein paar Rinder, die ich sowieso brauche, ob es mir gefällt oder nicht. Wenn ihr meint, dass das so sinnvoll ist, könnt ihr das gerne mal probieren. So, und bevor wir jetzt nach Kohlekram gehen, würde ich sagen, stellen wir uns einfach Wäsche her. Problem gelöst. Oh, ne, oder? Immer wollt ihr mich ver... Leck mich. Ja, na, könnt ihr noch ein paar mehr rein, bitte? Das ist ein Scherz. So eine Art lustige Geschichte hier, was? Ich glaube auch, ich kriege mit, wie er mich hier anguckt, oder? Oh nee! Leute, es ist... So, jetzt habe ich die... Schlafen, aufwachen, holen gehen. Dankeschön, wiedersehen. Aufmachen, Tür zu, wiedersehen. Hole ich mir alles wieder. Braucht ihr mir gar nicht so blöd kommen. Und du. Du, es scheint die Sonne. Komm, wir nehmen mit Rüstung und so. Ist mir egal. Egal. Ja, kommt, springt euch alle in die Luft. Egal. Hören wir mein Zeug wieder. Ich finde das egal, wie lange ich suchen muss. Ich kann fliegen. Boah. Okay. Wir haben jetzt herausgefunden, dass es sogar Schafe gibt. Die Frage ist, wo ist mein Vorrat an Zeugs? Kommt, da waren Setzlinge ohne Ende. Das ist nicht mehr komisch. Kein Stückchen komisch. So, ich habe keine Ahnung, wo der Quatsch ist. Da unten gibt's große Schafe, freut mich. Da gibt's noch mehr Schafe, weil kann man nie genug von haben. Oh Leute, ehrlich. Ich meine, mir ist ja egal wegen ein bisschen Werkzeug und Zeugs, aber das Holz und die ganzen Setzlinge, das nervt jetzt doch mal. Also alles doppelt und dreifach machen ist jetzt nicht das, was ich unbedingt vorhatte. Fuß schläft schon mal ein. Guck mal, ein Schwein. Ja, süß. Ja, ja. Ich Mio.
Wo ist denn jetzt gedespawnt? Gute Frage. Hier drüben sieht es eher nicht nach Dschungel aus. Noch ein Schwein, okay, das haben wir also auch in der Nähe. Und da hinten ist Dschungel. Da gibt es Kakteen, da kann ich dann grüne Schafe machen. Also haben wir den Vorrat verloren. Oh Gott! Also allmählich wird es echt nervig. Fakt ist, nachts können wir hier nicht mehr machen. So schön es auch aussieht, tut mir leid. Aber das ist mir der Aufwand echt nicht wert. Das ist dann doch irgendwann mal ein bisschen blöd, muss ich sagen. Und was ist mit dem anderen Wegpunkt? Ist der jetzt in Luft aufgelöst oder wie sehe ich das? Tja, schade. Hat nicht sollen sein. Wiedersehen, nächster. Damit. Brauchen wir jetzt auch nicht. Uns geht das Eisen aus übrigens. Auf die Art und Weise. Es ist uns ausgegangen. Schön. Was nun? Im Himmel. Also, wir werden uns überlegen, was wir als nächstes machen. Wahrscheinlich offscreen, damit wir hier überhaupt mal vorwärts kommen. Und dann unterhalte ich euch beim nächsten Mal darüber, wie es weitergeht. Schaut nochmal letztes Mal drauf. So schlimm werden wir es nie. Wiedersehen. Noch einen Schritt zurück. Und dann tschüss.